Laura Müller und Michael Wendler erwarten ihr erstes gemeinsames Kind, und das wird gleich finanziell ausgenutzt. Laura Müller, Michael Wendler, jetzt vermarkten Sie Ihr ungeborenes Kind. Haben Sie die Kohle wirklich so bitter nötig? Auf Social Media verkündeten Laura Müller, 22, und Michael Wendler, 50, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Dazu posteten sie ein Bild, auf dem sie glücklich in die Kamera strahlen und der Wendler zwei Strick-Babyschüchen in der Hand hält. So weit, so süß. Ein Foto von Lauras Bäuchlein bekommen die Follower aber nicht zu sehen. Jedenfalls nicht auf Instagram Co. Denn um auch mit ihrem Nachwuchs ordentlich die Kasse klingeln zu lassen, haben die Wahlamerikaner einen bizarren Plan geschmiedet. Die ersten exklusiven Bilder von meinem Babybauch gibt es bei Die Wendlers. Verspricht Laura, im Klartext, wer neugierig auf ihre kleine Kugel ist, muss zahlen und sich auf dem OnlyFans-Account des Paars anmelden. Für etwa 32,50 € im Monat hat man dann Zugang zu Bildmaterial, das die 22-Jährige und der einstige Ballermann Bade dort veröffentlichen. Kaum vorstellbar allerdings, dass im normalen Monatsabo auch die Bauchbilder enthalten sind. Bislang gab es exklusive Inhalte nämlich nur für Fans, die bereit sind, weit mehr Kohle zu investieren. Laura Müller, Michael Wendler. Luxusleben in den USA, Schuldenberg in Deutschland. Das Wendler-Baby soll also schon vor seiner Geburt zum Geldgaranten werden. Eigentlich kein Wunder, denn wie Laura und der Wendler ihr Leben in den USA finanzieren, ist ein Mysterium. In Deutschland hat der Sie liebt den DJ-Interpret horrende Schulden, in den USA kauft er Boote, Autos und teuren Schmuck für seine Liebste. Die musste zuletzt durch ihre Nackedei-Bilder zum Lebensunterhalt beitragen. Wahrscheinlich die einzige Einnahmequelle der beiden. Schließlich liegt auch Lauras Influencer-Karriere seit Monaten auf Eis. Schrecklich, dass die beiden jetzt nicht einmal davor zurückschrecken, ihr ungeborenes Baby zu Geld zu machen.